Herzlich willkommen zu einer kleinen Geschichte einer großen Reise. Mein Name ist Uwe Kranner, ich bin Lehrer der ältesten Schülerinnen und Schüler der Dorfschule Montessorihaus, einer Montessori-Schule im Norden von Österreich. Gerne möchten wir in den kommenden Momenten von einer ganz besonderen Reise erzählen und Sie einladen, uns ein Stück des Weges zu begleiten und zu unterstützen. Die Studienreise nach Lappland wird 10 Schülerinnen und Schüler der Dorfschule in den hohen Norden Europas führen. Seit fast 2 Jahren bereiten sich die jungen Nordlandfahrer intensiv auf die Studienreise nach Lappland vor. Gemeinsam mit namhaften Wissenschaftlern haben sie Exkursionen unternommen und sich in Arbeiten tiefgehend mit dem Leben und den Phänomenen des hohen Nordens verbunden. Ja, ich habe mich vorbereitet über die Bevölkerung und über die Wirtschaft Skandinaviens, weil das 2 Themen sind, die mich doch sehr interessiert haben, gemeinsam mit der Geschichte. Ich finde, es ist immer so ein Fenster, durch das man durchschauen kann, wenn man eine Reise macht. Ein Fenster zu einer anderen Kultur quasi. Und je mehr man sieht, desto mehr versteht man auch. Schon von Beginn an war klar, dass diese Studienreise nach Lappland eine sinnstiftende Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler darstellen würde. Ich bin mit der Eiszeit beschäftigt. Die Eismassen haben Skandinavien so stark nach unten gedrückt, dass es sich bis heute an 9 mm pro Jahr hebt. Ich kann mich erinnern, einmal bin ich aufgewacht, wir haben in so einem alten Wohnwagen geschlafen und natürlich war es schon hell, weil es wird ja nie finster. Und wir stehen auf und ich mache den Vorhang auf und das Erste, was passiert, also ich schaue aufs Eismeer hinaus und es segelt ein Seeadler übers Eismeer. Ich könnte es alles im Lexikon nachlesen, aber es bringt mir nichts, wenn ich es gelesen habe, ohne es erfahren zu haben. Und plötzlich kommt die alte Frau, der dieses Anwesen gehört hat, rennt zu uns her und sagt, ein Bär ist da, ein Bär ist da. Und auf einmal rast sie auf ihrem alten Rad daher, an uns vorbei und auf Weg entlang und hat halt den Bär gesucht, damit sie ihn findet. Und wir sind natürlich hinterher mit Kameras und Spektiv. Dieses allgemeine Märchenbild, von dem solche Tiere geprägt sind, also gut und böse, das existiert eigentlich nicht für mich. Weil wenn ich dem Tier wirklich in freier Wildbahn begegne, würde ich mich eher irgendwie beschenkt fühlen von der Situation, also dass ich jetzt wirklich einen Bären sehe. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist von der Vogelinsel Hornøya. Ich finde, dass es vor allem in jungem Alter sehr wichtig ist, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen. Ja, man lernt allgemein den Menschen besser kennen und wenn man den Mensch besser kennenlernt, lernt man auch sich selber besser kennen. Im Süden von Schweden, am Vänernsee, habe ich meine erste Küstenseeschwalbe gesehen. Das ist ein sehr beeindruckender Vogel. Der fliegt vom Nordpol im Sommer bis am Südpol im Winter. Und ich freue mich dann einfach schon auf den Moment, wo wir nach endlosem Autofahren ganz oben sind, wo wir hin wollten. Einfach das zu spüren, das war ein Wahnsinnsgefühl. Und dann sind wir dort oben gesessen und haben über Hanningberg geblickt. Und du siehst aufs Meer und du weißt ganz genau, dort ist der Nordpol. Und die bedeutsamen Erfahrungen entlang des Weges werden Sie ein Leben lang begleiten. Auch werden Sie entdecken, dass Sie diese Verbundenheit immer tiefer zu sich selbst führt und Ihre Innenwelten weit werden lässt. Ich freue mich schon darauf, dass ich Verantwortung übernehmen kann und dass Sie dann auch die anderen auf mich verlassen. Ich denke schon, dass es was mit mir machen wird. Also ich werde nicht als die gleiche Stella zurückkommen, die ich jetzt bin. So entsteht im Sinne der Friedenserziehung Maria Montessoris in den jungen Menschen die Möglichkeit, den Zusammenhängen des Lebens urteilfrei zu begegnen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung auf unserem Weg.